Freudebotschaft Nummer 3. Dein erfülltes Leben. Und was es für ein erfülltes Leben braucht, was ein erfülltes Leben ausmacht. Du kannst nicht erwarten, dass du in deinem Leben Erfüllung findest, dass du dich erfüllt fühlst, dass du das, was du erlebst, als erfüllend und nährend wahrnimmst, wenn du nicht die Verantwortung dafür übernimmst, dass du dich selbst auffüllst und erfüllst. Und das bedeutet, dass du ein Leben lebst, Entscheidungen triffst, die im Einklang mit deinem höchsten göttlichen Wohl sind. Also, dass du darauf achtest, dass du dich nährst, dass du dich mit nährenden Menschen, Beziehungen, Tätigkeiten und so weiter umgibst, auftankst und erfüllst, dass du dir erlaubst, deine eigenen Prioritäten zu leben, deine Talente zu leben, deine Gaben zu leben, deine Passion auszuleben, all das, was dich ausmacht, was dich erfüllt, was dich nährt und was dich in dir voll, ganz sicher, frei und eben erfüllt sein lässt. All diese Dinge, all diese Menschen, all diese Gespräche, all diese Spiegel im Außen für dich zu nutzen, um für dich da zu sein, um dich zu versorgen, umsorgen und eben, wie gesagt, zu nähren und zu erfüllen und aufzutanken, deinen eigenen Energiespeicher, dein eigenes Energieniveau und Level stets anzuheben. Also in dein eigenes Energiekonto sozusagen einzuzahlen, indem du für dich sorgst. Indem du so liebevoll für dich sorgst und dir all das zur Verfügung stellst, was du brauchst, um dich zu nähern, um dich zu erfüllen, um erfüllt zu sein und um zu wachsen und dann auch überzufließen. Um so voll zu sein mit deiner eigenen Freude und Lebensenergie. Fliegt gerade eine Libelle vorbei. Und Liebe, dass du überfließt. Dass du so voll bist von dir selbst, von deiner eigenen göttlichen Quelle, dass du einfach ganz natürlich überfließt. Dass du von niemand anderem seinen Energiekonto etwas unbewusst stiehlst, dass du auch nicht zulässt, dass andere von deiner Energie zehren und du dann sozusagen auf so einen unbewussten Austausch hoffst von, na gut, ich lasse dich ein bisschen von meiner Energie rauben, dann stehle ich mir ein bisschen zurück. Fast jeder von uns ist noch mit dem einen oder anderen in solchen alten Dynamiken und Energie, ja, Machtspielen, sage ich mal, unbewusst verhaftet. Aber es bewegt sich gerade für uns alle eben raus aus diesen Verstrickungen, raus aus ungesunden Verstrickungen und faulen Kompromissen, immer mehr hin zur echten Intimität und Beziehung mit uns selbst, damit wir all das nicht mit uns selbst machen und machen lassen und dann in weiterer Folge mit anderen. Also das, woran wir erinnert werden, ist, dass wir alle unser eigener Quell sind, unser eigener unerschöpflicher göttlicher Schoß, Strom, aus dem wir schöpfen dürfen. Was eben nicht bedeutet, dass wir nicht andere Menschen auch brauchen für unsere Bedürfnisse, wie Nähe, gesehen werden, dazugehörig fühlen, Austausch, beitragen und so weiter. Das bedarf es auch. Und der Bedarf ist anderer Menschen. Aber wir dürfen alle lernen, das auf eine neue Art und Weise zu leben, wo wirklich alle davon profitieren, wo es authentisch ist, wo es bewusst ist und wo jeder mit seinem freien Willen beiträgt
und sich eben aus den alten Mustern der Vergangenheit, die auf unbewusster Basis und Verstrickungen basieren, befreit. Genau, das so am Rande. Interessant, dass es jetzt in Richtung Intimität und Beziehungen ging, aber es ist auch gerade einfach stark präsent, dass wir damit konfrontiert werden, uns neu mit dem Thema Beziehung, Freundschaft, soziale Interaktion, Dazugehörigkeit zu beschäftigen, zu befassen, darauf einzulassen, auf eine Art und Weise, die wirklich integer ist und uns erlaubt, unser authentisches Sein zu leben und unserem Gegenüber erlebt, deren authentisches Selbst zu sein und zu leben und eben ein beidseitiges Befreien stattfinden kann von all diesen alten Prägungen und Mustern, die nicht der Wahrheit entsprechen, um dann zueinander zu finden in Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Liebe und auf eine Art und Weise, wo jeder bei sich ankommen und bleiben und verankert sein kann und dann jeder quasi aus seiner Basis, aus seiner Verwurzelung sich auf den anderen bezieht, mit dem anderen tanzt, mit dem anderen fließt, ohne weiterhin das Alte zu nähren, sondern durch diese neue Art des Beziehens darf sich wirklich eine neue Art von Beziehungen, von heilsamer, bewusster und gegenseitig nährender und erfüllender Kommunikation und Kommunion entwickeln für uns alle. Und das war eben ist einer dieser Pfeiler, die es auch braucht für ein erfüllendes Leben. Für ein wahrlich erfülltes Leben darfst du dir alles, was du zur Erfüllung brauchst, geben. Du hast Gottes Segen. Strecke dich dem Licht entgegen. Siehst du den Segen auch im Regen? Kannst du dich dankbar durch die Gezeiten des Seins bewegen? Kannst du alles, was dich nährt, in Liebe und Achtsamkeit pflegen? Kannst du deine Träume und dein Feuer behutsam pflegen und hegen? Ein erfülltes Leben steht dir zu. Erfüllt ist dein Leben, wenn es bist du. Es geht darum, dich zu erfüllen, an deinem Sein, an deiner Essenz, an deiner Existenz und wirklich dein Leben so erfüllend, nährend und authentisch zu gestalten, wie es dir möglich ist, um so Schritt für Schritt für Schritt deine Traumrealität durch dich in Erscheinung zu bringen. Indem deine Zellen in Erinnerung mit der höchsten Wahrheit und Einheit schwingen. Erlaube Gott, seine höchste Vision durch dich auf die Erde zu bringen. Keiner kann dich mehr zu etwas zwingen. Also erlaube dir, dich zu erfüllen. Erfülle dich mit den Dingen, Menschen, Situationen, Tätigkeiten, Berufen, Beziehungen, Ausrichtungen, Abenteuern, die dein Herz und deine Seele wahrlich nähren. Und wenn du tiefer gehen möchtest, wenn du mit mir arbeiten möchtest, schau gerne auf meine Homepage, Julien Schneeweiß, www.joylovesLife.com. Dort findest du alle meine Angebote von Tierkommunikation zu Spiegelgedichten, Füllebotschaften. Falls du an einem Workshop teilnehmen möchtest, findest du dort die Informationen. Oder falls du länger und intensiver mit mir reisen möchtest, kannst du auch mehr zu meinen medialen Lesungen und Rebirth New Earth dort finden. Ich freue mich, von dir zu hören.